Einst sprach man noch vom Schritt für Schritt zum aktiven Zentrum Trudering. Doch jetzt ist der erste große Meilenstein für den Stadtteil im Münchner Osten gesetzt. Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Stärkung und Weiterentwicklung des Truderinger Quartierszentrums ausgesprochen. Nun geht es also weiter mit der Arbeit des Geschäftsstraßenteams der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung vor Ort und ihren Partnern der Landeshauptstadt München. Das Motto: informieren, beteiligen, fördern und umsetzen. Und das alles gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Das ehemalige Truderinger Rathaus ist das erste Projekt, das die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung hier im Auftrag der Stadt anpacken wird. Dann will die MGS Stück für Stück den alten Ortskern Trudering wieder lebenswerter machen, mit allen wichtigen Geschäften und dem alten Rathaus wieder als zentralen belebten Ort stärken. Wir sind ja vom Planungsreferat beauftragt worden, hier eine Projektentwicklung voranzutreiben. Und wir beschäftigen uns jetzt eben intensiv mit diesem Grundstück, um eben zu schauen, was dort verbessert werden kann, um eben diesen Standort an der Trudinger Straße, der insgesamt aufgewertet werden soll, hier attraktiver zu machen. Im MGS-Stadtteilladen in der Truderinger Straße 302 wurden bereits viele Bürgervorschläge zur Verbesserung des Zentrums gesammelt und sind in die Planungen eingeflossen. Die nächsten Schritte werden sein, dass wir wirklich mal anschauen, wie kann diese Straße hier aufgewertet werden. Also die Eckdaten sind klar, wir möchten den Verkehr beruhigen. Wir möchten die Straße an sich sozusagen weniger als Verkehrsweg, sondern wirklich eher als öffentlicher Raum in diesem Ortszentrum erlebbar machen. Das Thema geistiger Dorfplatz schwirrt in uns rum. Also wir werden hier nie eine Platzgestalt hinkriegen, aber dieses Thema Platz zu schaffen, wo man sich treffen kann, wo man sich begegnen kann, wo man sich aufhalten kann, das ist uns ganz wichtig. Auch bei der demnächst anstehenden Planung zum konkreten Umbau der Truderinger Straße werden die Immobilieneigentümer und Gewerbetreibende wieder eng mit einbezogen. Traditionell, modern, lebendig. Die Marke Trudering wurde bereits kreiert, mit eigener Broschüre und eigenem Logo. Es ist ein sehr gewachsenes Dorf, es ist ein sehr eigenständiges Dorf, also da spielt die Tradition, spielt eine große Rolle. Aber man muss natürlich mit der Zeit gehen, man kann jetzt nicht einfach stehen bleiben und warten, bis die Zeit vergeht, sondern man muss sich natürlich orientieren. Und die Stimme Truderings erhebt sich jetzt auch im Chor. Mit dem Carmina Burana Projekt wächst der Stadtteil ebenfalls ein Stück weiter zusammen. Bei der Karl-Orff-Aufführung darf jeder mitsingen, der möchte. Ende letzten Jahres haben der MGS Stadtteilladen, das Kulturzentrum Trudering und das Truderinger Kreativmusikforum dieses besondere Projekt ins Leben gerufen. Ganz ehrlich, wir waren von der Reaktion selbst überwältigt. Wir hatten mit 60 Personen gerechnet. Und im Endeffekt haben sich 200 gemeldet. 200 Personen, Bürger aus Trudering und dem Umkreis, die jetzt seit November 2012 proben. Durch viel Arbeit und durch viel Einsatz, was aber alle bringen müssen, das ist der wichtige Punkt. Das heißt, man kriegt sozusagen Anweisungen, um das und das zu tun. Müsste es eigentlich im Großen und Ganzen möglich sein, durch diese Masse einfach da mitzuschwimmen für diejenigen, die noch nie in ihrem Leben sowas gemacht haben. Und das Carmina Burana Projekt kann man auch live erleben. Am 15. und 16. Juni hier im Kulturzentrum Trudering.